Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Ich habe sämtliche Verletzungen, die man in einem Spiel haben kann. Ein schnurzliches Willkommen zurück hier zu Seven Days to Die. In der letzten Folge sind wir einmal gestorben und haben kurz darauf wieder sämtliche Debuffs kassiert, die es gibt. Und sind auch schon wieder fast genauso schnell tot wie vorher. Also im Grunde sehen wir aktuell genauso aus wie vor dem Tod. Weil kurz danach ein Schlag wieder ausgereicht hat, dass ich wieder sämtliche Debuffs kriege, die es einfach gibt. Geil. Ja, zumindest habe ich keinen Hunger mehr, ich habe keinen Durst mehr. Aber ich bin wieder fast tot und ich habe auch ein verstauchtes Bein. Nee, ein verstauchter Arm ist das. Ein verstauchter Arm. Ich habe eine Schürfwunde, ich bin infiziert, ich habe eine Gehirnerschütterung. Ich habe wieder alles durch, was gibt. Aber wir müssen leider los. Leiter vor allem. Wir müssen leider los. Bitte was? Was ist das denn? Was ist das für eine Anzeige? Ist das vielleicht eine Schwierigkeitsanzeige? Oder dass da böse Viecher, starke böse Viecher sind? Das war Winnick Family Farms. Ja, da wird jetzt oben in der Ecke angezeigt, wo man ist. Und wahrscheinlich die Schwierigkeit, ne? Was für eine Schwierigkeit da ist. Interessant. Wahrscheinlich hat so ein kleines Häuschen irgendwie Stufe 1. Und dann so eine Riesenfabrik ist dann Stufe 5, könnte ich mir vorstellen. Aber cool. Vor allem, dass man jetzt halt auch sieht, wie die Gebiete... Warum komme ich immer auf Gebiete? Wie diese Gebäude oder diese... Ich sag einfach mal, das sind für mich Gebiete, weil die Wald und Co., so Wälder und Müllgebiete, das sind für mich jetzt die Biome. So. The Goldsmith Residence. Ja, jetzt sind wir hier wahrscheinlich, wahrscheinlich wird das jetzt so angezeigt, weil wir das gerade entdeckt haben. Ist auch Schwierigkeit 2. Aber wir entfernen uns von unserer Quest. Nee, ich glaube, das ist ein Flugzeug. Das klang gerade so, als würde es donnern. So, jetzt sind wir übrigens im Kiefernwald. Das ist ein wunderschöner Kiefernwald. Hi, Kumpel. So, jetzt kommt der nächste Tod. Ich kann nämlich auch nicht mehr schnell ausweichen. Oh, oh. Oh, cool. Nice. Den Kopf abgehackt. So, ich habe wieder ein Dingens. Ach so, ja, das wird halt, das Attribut wird jetzt verringert. Weil wir infiziert, glaube ich, sind oder so. Jetzt ist da drüben wieder einer. Du bist aber neu. Dich kenne ich, glaube ich, nicht, oder? Ach nee, das ist einer mit Kapuze. Hallo? Bin ich jetzt so tot? Kinderleins, immer schön auf dem Kopf. Braver Bub. Immer schön auf den Kopf zielen. Oh, was ist das? Tech Planet. Verbessert die Fertigkeit zur Fertigung von Robotik. Ja, ja. Ich hätte gern mal die Fähigkeit, mich selber irgendwie zu verbessern. Oh, mir ist schwindelig. Ist mir schwummrig. Was haben wir denn hier? Big Hitters. Verbessert die Fertigkeit zur Fertigung von Knüppeln. Und was haben wir hier? Robotikschaden. Naja. Ich habe immer Angst, dass irgendwas wieder hinter mir auftaucht. Mich einmal randotzt. Und ich dann wieder tot bin. Weil ich wieder am Bluten bin und so. Rotototototu, rotototototu.
Oh, da haben wir ein Werkzeug. Red Barn Bed and Bath. Okay. Werkzeug. Mal wieder irgendwas Gutes. Ich brauche Medizin. Ganz dringend. Ich habe jede Menge Scheiß. Deswegen tut mir weh der Steiß. Ein rotes Auto. Jetzt sehen auch die Autos ein bisschen hübscher aus. Haben aber immer noch nichts Gescheites drin. Oh, das sieht jetzt auch anders aus hier. Bin mir nicht sicher, ob ich da rein möchte. Es ist auch sehr dunkel. Das macht auch, dass bei mir gerade noch die Sonne scheint und es sehr hell hier ist im Zimmer, macht die ganze Sache tatsächlich nicht besser. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in dieses Haus bei Nacht rein möchte. Ich möchte eher mich irgendwo ganz, ganz, ganz dolle verkriechen und nie wieder rauskommen. Hat jemand Sand in den Mülleimer gekippt? Ja gut, das habe ich heute zum Teil zumindest auch gemacht, weil ich Restmüll abgegeben habe. Also, was heißt Restmüll abgegeben, aber halt Restmüll verwertet habe. Nicht weglaufen! Oh, kommt da gerade so ein schönes Lüftchen. Oh, schön. Nein, lauf nicht weg, ich kann nicht so schnell laufen. Oh. Ich glaube, der ist verblutet. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Okay, das funktioniert auch noch. Boah, ist das dunkel. Und ich bin mega überladen. Mir geht's nicht gut. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe ein aufgescheuertes Bein. Und da haben wir auch wieder einen Gumbel. Es wird auf jeden Fall der Kumpel kommen, der mich umboxt. Es wird der Kumpel kommen, dem ich nicht mehr gewachsen bin. Da bleibt das Bein liegen. Nee, der Arm. Hä? Oh je, da drüben ist ein richtig dicker. Ich muss mal mein Messer reparieren. Knochen habe ich hier einstecken. Hi. Oh Gott, der hat sogar rote Augen. Das wird mein Tod sein. Wenn ich den kaputt kriege, ohne selber kaputt zu gehen, bin ich gut. Nicht genug aus. Der kommt mir zu nah. Geh weg. Ich muss mich jetzt wieder aufladen. Alle. Jungens. Ich habe Angst. Ist das jetzt ein Bug? Habe ich jetzt EP gekriegt? Ich weiß es nicht. Er war auf einmal weg. Hä? Ich habe doch jetzt gar nicht drauf geachtet. Das macht mir irgendwie Angst. Ich habe da jetzt ja nicht drauf geachtet. Aber hey, wir haben es überlebt. Das ist schon mal ein Anfang. Ach, da drüben ist die Kirche. Da müssen wir hier auf der rechten Seite müsste dann irgendwo unser Schlafgemach sein. Ist ein Kaninchen. Hallo, Hasi. Na, Wahnsinn. Du bist ja unfassbar schnell. Die kriegt man jetzt aber auch irgendwie einfacher, kann das sein? Die haben ja vorher ordentlich Zahn.
Darf man eigentlich jetzt nachts da rein oder wird man immer noch weggeportet? Oh, man wird nicht mehr weggezwiebelt, aber man kriegt halt auch die Tür nicht mehr auf. Oh, das ist gut. Da haben wir uns eigentlich immer so unfassbar zu Tode erschrocken. Da haben wir uns immer richtig derbe erschrocken, wenn wir zu nah daran sind und sind auf einmal weggeportet worden. Auch wenn das irgendwie lustig war, wenn man im Auto saß und man dann auf einmal mit dem Auto weggeflogen ist oder so. Aber so ist es auch schön, ne, dass er halt einfach nur verschlossen ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man drinne ist, dass man dann rausgeportet wird. Das kann ich mir vorstellen. Oder man ist eingeschlossen. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube eher, man wird rausgeportet. Ja, schade. Ich fand das eigentlich immer ganz cool, wenn man so durch die Gegend geflogen ist. Das Spiel entwickelt sich weiter. So, boah. Was? Blutforest? Blutwald? Okay. Ja, ich weiß, warum Blutwald. Oh, mir geht's nicht gut. Da ist der Stamm. Erstmal suchen. Erstmal den Baum finden, den richtigen. Infiziert. Wenn ich jetzt noch einige Dengel kriege, ist sowieso wieder Ende. Vielleicht sollte ich mich einfach dem nächstbesten Zombie an den Hals werfen. Hier, mach mal. Das Einzige, wovor ich Angst habe, dass ein Bär kommt und uns den Gar ausmacht. Weil so nachts draußen im Wald rumlaufen, vor allem wenn es der Blutwald ist, bin ich mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Vielleicht sollten wir wirklich, weißt du, hier so dieses kleine Häuschen, da ist schon wieder ein Reh übrigens. Vielleicht sollten wir uns wirklich so das kleine Häuschen da gönnen, sollten das freiräumen. Und dann Gönnung. Ach, das war auch die große Farm, ach so. Ich will nicht unbedingt so eine riesige Farm, wo ich alles immer freiräumen muss. Ich hätte gerne einfach so ein kleines Häuschen irgendwo rumstehen. So für den Anfang, wo ich mich rein verstecken kann. Jericho Ranch. Hier ist alles voller 2.0 Ranches, weißt du? Also was heißt 2.0? Aber hier ist alles voller 2 Schwierigkeitshäuschen. Ich will nicht unbedingt so eine riesige Farm am Anfang direkt haben. So, wenigstens kann ich jetzt schnell laufen. Hallo? Das funktioniert auch noch. Kann man da rein? Ich habe gerade so eine ganz böse Stimme im Ohr. Tu es nicht. Du wirst es nicht überleben. Und jetzt bleibe ich draußen und dann kommt ein Bär und dann bin ich auch tot. Ist also im Grunde scheißegal, was ich tue. So, wir backen uns jetzt erstmal. Kann ich denn? Ich kann immer noch keinen. Doch, da, Speck. Achso, das muss ich lernen. Oh, nö. Nein. Ich brauche Ebbe. Kinderleins. Ich brauche doch Ebbe. Ich fürchte, wir müssen uns ein Häuschen zähmen. Ein Häuschen zähmen? Was laber ich denn da? Ich habe halt leider absolut... Oh Gott, hier ist das dunkel wie in einem Affenarsch, Alter. Und ja, in einem Affenarsch ist es dunkel. Das ist erwiesen. Ha, hallo.
Bleib nicht stehen. Ich habe Angst, da kommt was. Okay, hier war das scheinbar nur die eine. Ich sehe auch fast nichts. Was haben wir denn hier? Werde ein Meisterkoch. Hä? Was ist das denn? Oh, das sind... Das sind auf jeden Fall Sachen, die wir nicht fürs Kochen brauchen. Sonst würde da Rezept dabei stehen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade bin. Ich weiß noch nicht mal, ob es hier irgendwo noch einen anderen Zugang gibt. Oh, was haben wir denn hier? Noch ein Nahrungsstapel. Geil. Wird alles gegessen. Da kriege ich ja, glaube ich... Ach, das ist die Alte. Oh! War das nicht die, wo wir gekillt haben? Kann man die jetzt zerzwiebeln für Gammelfleisch? Die Zombies mittlerweile? Das wäre ja super. Da habe ich vorhin bei den anderen gar nicht drauf geachtet. Das wäre ja cool. Selbst wenn es nur irgendwie ein oder zwei Bröckchen sind. Was sind das? Lamm. Ah, da kann man ein Rezept draus machen. Oh, ich mag das Update. Ich mag das Update jetzt schon, muss ich sagen. Okay, auf dieser Farm waren wir auch noch nett. Ich mag das Update jetzt schon ein bisschen. Auch wenn ich schon irgendwie sehr, sehr übel aussehe, sehr, sehr übel zugerichtet bin. Weil, sind wir mal ehrlich, ne? Ich habe Schürfwunden, ich habe eine Gehirnerschütterung, ich bin infiziert, ich lauf selber schon rum wie ein Zombie. Aber die Hauptsache ist, mir geht's gut, ich habe was zu essen. Und irgendwann wird der Zombie kommen, der mich umboxt und ich muss dann wieder von vorne anfangen. Naja, ganz von vorne ja nicht. Aber ich darf dann wieder an meinem Ruheplatz anfangen. Und es ist halt einfach stockend finster. Ich habe halt auch noch keine Taschen. Ich habe aber eine Fackel, ich Horst. Boah, bin ich doof, Alter. Oh, guck mal, da ist wohl Strom, da ist der Fernseher an. Hallo? Hallo? Ich vermisse irgendwie die alten Bilder. Oh. Emergency Broadcast System. EBS. Sure. Hallo? Da kommt doch bestimmt gleich was aus dem Schrank. Oder auch nicht. Schmerzmittel! Hui! Hi! Nicht gut! Wo ist die Tür? Wow! Brenn! Ach Gott sei Dank. Nee, der ist noch nicht tot. Ich hab keine EP gekriegt, weil der am Feuer gestorben ist. Gemeinheit! Ich habe keine EP gekriegt, weil er im Feuer gestorben ist. Weil ich ihm nicht den Endbumser gegeben habe. Frechheit. Achso, ich will die Vorräte. Nee. Warum kriegt man denn hier so viele Bücher? Ich verstehe das gar nicht. Ich hätte mich da vielleicht mal informieren sollen. Okay, da kam ich her. Hallo, die Küche. Wo sind Viechers? Da ist zu. Da haben wir Kaffee. Da ist auch nirgends was offen. Ein Toaster. Da haben wir noch was. Oh, noch mehr Essen. Verbessert die Fähigkeit zur Fertigung von Nahrung. Du hast Nahrungsstufe 1 Maisbrot freigeschaltet. Hä? Oh, da kommt was. Ich höre was, aber es könnte draußen sein. Hallo? Jo. Guten Tag, die Herren. Oh Gott. Brennt. Oh nein, nicht gut.
Nein, ich kann schon wieder nicht schlagen. Yeah. Ey. Boah, da habe ich jetzt aber EP. Von dem anderen habe ich wieder keine EP gekriegt, weil er verbrannt ist. Das ist doch voll scheiße. Der ist doch wegen mir verbrannt. Och Mann, das ist alles EP, was mir flöten geht. Ist doch kacke. Stärke 4, okay. Boah, ich brauche dringend Heilzeug, ey. Ich muss mich dumm und dämlich trainieren, damit ich an das rankomme, was ich normalerweise schon lange haben würde. So, hier ist 8 zu, da geht's raus. Jetzt geht's nur irgendwo nach oben. Kann ich denn... Ja. Gesundheit, Heilung bei Schürfungen, Stoppblutungen, okay. Ich gönne mir mal das da. Weiß, es wird wahrscheinlich sich ein bisschen überschneiden, aber immerhin... Ja, oder auch nicht. Oh, mit den Schmerzmitteln ist meine Gehirnerschütterung weggegangen. Na geil. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Jetzt könnte ich nochmal Antibiotika brauchen. Fünf von 100. Ich frage mir, was das heißt. Oh, ein Schrank mit, toll, mit Papier. Und noch mehr Papier. Das macht Sinn. Guten Tag. Batz. Nee, ich habe doch kein Ding gekriegt. Da war das wahrscheinlich eine andere Leiche. Irgendwo bumst da noch einer. Wahrscheinlich hier. Hi, Mädel. Yeah. Jo. So langsam geht's mir wieder besser. Betonung auf langsam. Da ist auch nichts. Ach komm, nicht schon wieder so eher. Du bist durstig. Ja, ja. Oh, es ist hell. Wir haben die erste Nacht überlebt. Juhu. Also das, was ich vorhin geschnitten habe, das war wahrscheinlich so ein Viech hier, wo ich diese Sachen rausgekriegt habe. Ja, ist gut. Du brauchst nicht... Hallo? Kannst du jetzt mal aufhören? Du brauchst nicht 150 Millionen Mal zuzustechen. So, trink jetzt bitte erstmal was. Trink mal was, Schnuggi. Oh, wir sind auch schon bei 23 Minuten. Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.